Bitte, bitte, jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Geschafft. Ach ja, es ist Tag geworden. Im Hintergrund rallert das Minecraft-Theme. Und, ja, hier sind wir. Ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach mal konsequent weiter. Ausschau halten nach Monstern. Es laggt ein wenig. Was aber auch beim besten Willen kein Wunder mehr ist bei dem PC, habe ich ja, wie gesagt, die Hoffnung schon aufgegeben. Was wir in naher Zeit mal machen müssen, ist das hier töten. Ah! Ficken! Ficken. Du Spasti, du kriegst so ein Heady. Wenn ich was ankündige, dann mache ich das nämlich auch, du Spasti. Na, wo ist er? Hi, willst du ein Heady? Boah, in dein Auge. Und nochmal, in dein Auge. Stirb, du Fresskopf. Ja, Creeper hier, Creeper da. Nichts mehr wunderbar. Alles tot, alles rot, alles voller Blut. Ich kann gut reimen. Bitte tut mir verzeihen, dass ich so gut rappen kann. Bitches, ich bin hier der King. Ne. Jo. So, hier ist jetzt schon mal unser Plateau, wo wir dann das nächste Feld drauf errichten werden. Relativ wichtig ist hierbei jetzt natürlich auch, dass ich das alles irgendwie hinbekomme. Ich weiß nicht, soll ich den Weg hier durchmachen oder nicht? Schreibt mir mal was in die Kommentare, falls das hier überhaupt jemand sieht. Momentan lade ich das ja auch nur der Vollständigkeit halber wegen hoch. Erwarten, dass es jemand sieht, tue ich noch nicht. Da habe ich die Hoffnung ja mittlerweile schon verloren fast. Aber, ist ja auch gar nicht schlimm. Ich glaube, ich mache den Weg trotzdem außenrum. Ich bin ja dann schon ein Freund von Unebenheiten und das möchte ich dann ja auch konsequent weiter durchsetzen. Deswegen, warum gibt es so viele Frame-Einbrüche? Ich meine, Grafikeinstellungen, Minimum, maximale FPS, Sichtweite, normal. Dann machen wir halt mal normal. So, jetzt müsste es aber besser laufen. Mal gucken, ob es jetzt wieder einbricht. Momentan haben wir 30 FPS und es läuft total butterweich, wenn man erstmal von 15 auf 30 kommt. Dann ist man total geflasht, wie super das läuft und man ist total happy und alles. Und ich nehme eigentlich immer Sichtweite normal, soweit ich mich erinnern kann, weil dann habe ich nämlich den unheimlichen Vorteil, dass ich diesen wunderschönen Fog habe da hinten und ich mag diesen Nebel, der gibt mir immer so eine schöne Atmosphäre. Der gehört für mich mittlerweile komplett zu Minecraft dazu, das ist irgendwie so eine Sache bei mir. Ich bin da sehr eigen mit und wer meinen Stil nicht akzeptiert, der soll meine Videos nicht gucken, so rum ist es nämlich, ne? Ja, ich bin aber, denke ich, ganz, ganz nutzerfreundlich, was mein Stil angeht. Also die meisten werden dann wahrscheinlich schon noch damit klarkommen. Was ich natürlich auch machen könnte, Sekunde, ist jetzt zum Bauen der Cheat, deswegen entschuldigt mich mal. Ich könnte natürlich jetzt auch da noch ein Stück Stein ran machen und das so runterfallen lassen. Das würde das alles noch etwas rauer machen. Andererseits, wenn es so mit dem ganzen Zeug abflacht. Ich mach mal das mit Stein und dann schaue ich mal, wie mir das so gefällt. Dann spare ich nämlich auch Material, genau. Weil Stein habe ich jetzt weniger das Problem, da ich das nicht finde. Ja. So, dann beile ich mich mal schnell. Wupp, hier hin und was für Kreativmodus? Ne, wollen wir nicht. Sowas gibt's bei uns nicht. Wir sind hier Hardcore-Survival-Spieler. Naja. Also ich hol mal schnell. Und was wollte ich machen? Genau, mal schnell holen. So. Stein. Gute Frage. Habe ich überhaupt noch Stein? Ich glaube, ich moderiere heute mal anders. Gute Frage. Wow. Habe ich überhaupt noch Stein? Das muss ich überprüfen. Okay, da kann ich nicht lange so reden. Das versteht man da nicht. Hier ist Kobbel. Stein war hier. Cleanstone. Stein. Steinziegel, Stein, reicht locker. Hallo? Wollen wir mal gucken? Kein Haushuhn. Ihr müsst Monsters oben schlachten, das sind welche, das höre ich schon allein an den Schritten, vermute ich mal. Kamehame, da sind auf jeden Fall welche. Ich brauche eine Plattform, von der aus ich die abknallen kann. Das kapiere ich jetzt nicht wirklich.
Ach so, der hat sich da hinten versteckt, der war gar nicht so dumm. Haha, in dein Gesicht. Schön, nicht wahr? So, gucken wir uns das hier unten mal an. Oh, hallo. Ich wollte mich eigentlich noch kurz umsehen, dich dann erst angreifen, aber wenn du das so willst, dann machen wir es halt so, ne? Schwuchtel. Habe ich jetzt gerade Schwuchtel genannt? Warum habe ich den Schwuchtel genannt? Warum frage ich mich das jetzt so blöd? Das mache ich doch sonst auch nicht. Mein Schatz, was ist los? Redest du wieder mit dir selbst? Oh Mann, jetzt kann ich nicht mal mehr Gollum sprechen. Wie schade. Ich muss aber was fressen. Ja, wir wissen es, hier unten ist eine Höhle. Danke für diese wertvolle Information. Buch Nachwelt. So, jetzt kann ich es natürlich mehr auf mehreren Wegen machen. Also ich kann das jetzt natürlich hier so abflachen lassen, dass es sich so nach innen eingräbt. Das ist dann eigentlich auch ganz nice. Oder ich mache es, dass es sich nach außen abflacht, aber das sieht dann nicht mehr so nice aus. Deswegen mache ich mal, dass es sich so nach innen abflacht. Ich mache es mal 3. Und dann schaue ich mir das alles mal an. Wupp. So. Machen wir es mal nicht ganz hier rum. Das werde ich dann da irgendwie einbetten. Ich mache es jetzt erstmal auf der Seite nur. Und dann... Wuff, wuff. Jo, übrigens, was ein sehr geiler Podcast ist, fällt mir gerade ein. Ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt darauf komme, von auf das. Fällt mir gerade auch wirklich nicht mehr ein. Normalerweise weiß ich nämlich immer, wie ich auf irgendwelche Sachen komme. Ganz tolles Podcast, wie gesagt, ist Stay Forever von Gunnar Lotte und Christian Schmidt. Den älteren Leuten unter euch wird das eventuell etwas sagen, den jüngeren eher jetzt nicht mehr. Gunnar Lott und Christian Schmidt waren mal bei GameStar. Ich glaube, Christian Schmidt war Chefredakteur und Gunnar Lott auch mal. Ich weiß es nicht ganz genau, also schlacht mich bitte nicht, wenn es falsch ist. Ich weiß es, wie gesagt, nicht so richtig. Zumindest Gunnar Lott und Christian Schmidt waren beide mal bei GameStar. Da scheinbar sehr, sehr irgendwie und alles, ne? Auf jeden Fall, die beiden hatten jetzt einen Podcast über alte Spiele. Und zwar einen ganz tollen Podcast über alte Spiele, den ich verfickt abfeiere und sehr toll finde, weswegen ich den jetzt jedem empfehle. Den gibt's auf iTunes oder auf www.stayforever.de, also bleibt für immer. Und die berichten teilweise von Spielen, die, glaube ich, noch nicht mal mehr die Mitte 20-Jährigen hier kennen werden unter den Spielern. Und es ist schon ziemlich toll, sich so diese andere Art der Spiele, die andere Welt anzusehen, mal zu gucken, was es noch so für Spiele gibt und wo die alle herkommen. Und die erzählen ja auch immer die Geschichte aus der Entwicklung und alles, und das ist schon alles sehr toll gemacht. Das muss ich zugeben, das gefällt mir sehr gut. Und ist ein sehr schöner Podcast, auch einer mit einer ganz tollen Intro-Melodie, und zwar die von Gianna Sisters. Die muss ich auch noch unbedingt hier in die Playlist einnehmen. Das ist mir eine persönliche Leidenschaft, dass ich das machen muss. Warum baue ich das eigentlich mit der Spitzhacke ab? Wahrscheinlich, weil ich zu faul bin, die Clean, die Dings zu holen, die Silk Touch zu holen. So, damit wir mal verstehen, was ich meine. So habe ich das mir gedacht. Und das alles muss ich sowieso irgendwann mal begradigen. Das mache ich aber nicht jetzt. Das sieht jetzt ganz gut aus. So ein bisschen rauer. Das gefällt mir auch wieder ganz gut so hier. Dann baue ich mich mal hier so rein, dass die auch noch so ein paar Akzente hier haben. Dass das jetzt nicht nur so auf einer Seite ist, irgendwie. Aber es sollte halt auch möglichst nicht so lastig davon sein. Ich brauche Erde, verdammt nochmal. Ich muss irgendwo hin und Erde abbauen. Mann, ist das spannend wieder. So, bevor ich jetzt aber irgendwas falsch mache, sollte es nicht langsam mal dunkel werden? Sollte es. Ich beeile mich auch ganz schnell, damit wir es noch rechtzeitig schaffen. Ich gehe jetzt auch nicht besonders weit weg. Aber ich weiß, wo wir Erde abbauen können. Also das wird, denke ich, nicht das Problem sein. Bäh. Jo. Aua, das tat weh.
das wird jetzt nicht so interessant. Ich laufe jetzt eigentlich nur die ganze Zeit durch die Gegend, so wie es in meinen Let's Plays irgendwie seit Angedenken der Zeit mache. Verdammt, was ist das jetzt schon wieder für ein Lied? Das ist auch von Minecraft. Also irgendwie diese Shuffle-Funktion. Playback random. Ja. Schon besser. Mache ich mich mal auf den Weg. Aua. Zum großen Turm, den der jetzt nämlich, der nämlich bald nicht mehr groß sein wird, sondern weg sein wird. Eine Unschönheit, die ich schon seit geraumer Zeit begradigen will. Und ich, Idiot, war mir natürlich mitten in der Nacht auf dem Weg mit meinen wertvollen Sachen. Das ist natürlich sehr schön. Ich bin auch einfach unverbesserlich. Wow. Ja, die Gegend kenne ich nur zu gut. Ihr werdet auch gleich sehen, dass ich die Gegend hier wirklich gut kenne. Denn wenn ich jetzt rechts abbiege und dann meiner Nase folge, sollte ich hier irgendwo an einem Kackstift rauskommen. Irgendwo hier. Da. Da, ich bin gut. Ne. Mann, bin ich gut. So, jetzt haben wir ein Problem. Ich bin faul. Wie gesagt, also wir benutzen hier in diesem Spiel auf keinen Fall irgendwelche Cheats und erst recht keine Flugmodis oder sowas. Das ist überhaupt nicht die feine englische Art. Also, das machen wir nicht. Übrigens, als kleine Anekdote, ich musste, als ich diesen Turm gebaut habe, als ich dann hier runter wollte, mich umbringen, weil ich zu dumm war, irgendwie irgendwas zu checken und ich noch keine Mods installiert habe. Die Erde hier ist aus der 1.1, aus meiner frühesten Minecraft-Zeit und damit verbinde ich... Ach, scheiß drauf, ich brauche Erde. Hua, 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 hua. Au! Ficken. Wenn ich mal Fackeln brauche, bitte erinnert mich daran, dass das dann hier sein wird. Und wieder einmal durchswitchen. Also ich muss mir bald auch eine neue Toolbar holen. Bam. Das ist schon besser gerade momentan. Passt das ganz gut. Okay, ich muss was essen. So, los geht's. Also kurz Störgeräusch und es geht los mit der Fresse voraus Richtung Heimat, Richtung jetzt rechts abbiegen. Danke. Dum, derp, derpi, die derp. So, jetzt darf ich mir überhaupt gar keinen Lags erlauben. Volle Fresse durch hier. Uppercut! Was streng genommen falsch ist, aber ist ja auch egal. Da ist ein verfickter scheiß Creeper, du Bitch. Okay. Das macht den ganzen Sachverhalt nicht wirklich leichter für mich. So, und jetzt ist er tot. Das ist nur ein Zombie, den brauche ich nicht irgendwie groß zu beachten. Jo, jetzt haben wir nämlich ein grundlegendes Problem an meinem Haus. Und zwar hat es zwar einen wunderschönen Flusseingang, der allerdings nicht die Monster davon abhält, mich anzugreifen. Und bis jetzt war ich leider immer noch nicht in der Lage, mir einen vernünftigen Eingang dafür meine Welt hier zu machen. Das ist irgendwie schlecht, finde ich. Habe ich jetzt eigentlich auch schon eine neue Folge gestartet oder nicht? Ist ja auch egal, die Folge geht dann wahrscheinlich schon lang genug oder auch nicht. Das wird dann wahrscheinlich die kürzeste Folge sein. Okay, erstmal alles nach Creepern absuchen. Ficken! Bitte, bitte, jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Geschafft. Gott. Endlich. Folge vorbei. Jetzt sofort aus.